Hättest du auch in irgendwas investiert, was im Minus steht und was dich heute eigentlich nicht mehr so überzeugt? Die meisten Menschen hatten oder haben irgendeine Leiche im Depot, sei das ein Branchen-ETF wie Clean Energy, in den man mal investiert hat, der jetzt stark gefallen ist und bei dem man sich fragt, wird da noch was draus? Sei es irgendeine Kryptowährung, Einzelaktien wie Peloton oder Beyond Meat, die irgendwann stark im Trend waren. Oder man hat sich irgendwann mal beraten lassen, als man selber noch nicht so informiert war und hat dann auf Empfehlung einen teuren gemanagten Fonds gekauft. Dann ist die Frage, wenn die Sachen im Minus stehen, was mache ich nun damit? Und die meisten Menschen wollen dann eigentlich warten, bis sie ihren Einstandspreis wieder haben, dann die Sache verkaufen und das Geld anderweitig investieren. Das hängt mit psychologischen Effekten wie zum Beispiel der Verlustaversion zusammen, die besagt, dass einem ein Verlust ungefähr doppelt so weh tut, wie ein der gleiche Betrag als Gewinn glücklich machen würde. Was auch mit reinspielt, der englische Begriff ist Sunk Cost Fallacy, also sowas wie die schon investierte Kostenfalle, wenn man schon Geld oder aber auch Arbeit oder Zeit für irgendwas aufgewendet hat, dann neigt man dazu, an der Sache festzuhalten und noch weiter zu investieren, auch wenn sich da kein Gewinn abzeichnet. Das ist übrigens auch der Grund, warum so viele, wenn sie auf ein Scam, auf irgendeine Fake-Geldanlage reingefallen sind, an irgendeinem Punkt, wo sie schon ahnen, das könnte komisch sein, nicht aufhören, sondern dazu neigen, immer noch weiter Geld zu überweisen. Wofür es dann die buntesten Ausreden gibt, eine Auszahlungsgebühr oder irgendeine Steuer, die noch bezahlt werden muss, bevor man sein investiertes Kapital wieder zurückbekommen kann, weil man eben dieses Kapital, dieses Geld nicht abschreiben will, sondern dann daran festhält. Aber mal weg von den Betrugsfällen hin zu unseren normalen Geldanlagen. Was mache ich jetzt, wenn ich zum Beispiel einen Fonds mit hoher Kostenquote besitze? Ich bin mal davon ausgegangen, dass wir 1500 Euro investiert haben und der Fonds ist zum Beispiel auf 1000 Euro gefallen. Dann habe ich jetzt hier in diesem Chart Stand heute 1000 Euro im Jahr 1. Und wenn ich den behalte, würde ich zum Beispiel davon ausgehen, dass ich ungefähr so viel Rendite mache wie mit dem MSCI World, 7%. Ich habe allerdings die höhere Kostenquote von 2%, die ich davon abziehen muss. Ich würde also effektiv ungefähr 5% Rendite im Jahr machen. Das ist jetzt mit dem blauen Graph eingezeichnet. Ich sehe also, dass ich nach gut 9 Jahren wieder auf 1500 Euro stehen würde und könnte das verkaufen und hätte mein Geld daraus wieder. Alternativ könnte ich natürlich auch heute diesen Fonds verkaufen, würde nur 1000 Euro dafür zurückbekommen. Man könnte aber dieses Geld zum Beispiel in ein MSCI World, von dem ich mir 7% Rendite erwarte, investieren. Natürlich sind diese ganzen Renditeerwartungen nur Durchschnittswerte. In echt wird es niemals so gleichmäßig jedes Jahr nach oben laufen. Aber wir müssen ja mit Durchschnittswerten erstmal rechnen, um hier zu einem Ergebnis zu kommen. Wenn ich das machen würde, dann sehe ich schon, dass ich schon nach gut 7 Jahren die 1500 Euro wieder erreicht hätte. Ich hätte mir also 2 Jahre Zeit gespart. Wenn ich davon ausgehe, dass ich in dem teuren Fonds investiert bleibe, dann habe ich zwar nach 9 oder gut 9 Jahren auch diese 1500 Euro wieder, aber, und das habe ich jetzt mal in grün hier eingezeichnet, mir ist ein Teil vom Gewinn entgangen, den ich hätte haben können, wenn ich eben bei 1000 Euro umgeschichtet hätte in einen billigeren Fonds. Dieser grüne Betrag, diese 200 Euro, die ich weniger habe, weil ich bei dem teuren Fonds geblieben bin, die nennt man Opportunitätskosten. Also wie Opportunity, Gelegenheit. Ich habe diese Gelegenheit nicht genutzt und deswegen habe ich auch diesen Gewinn nicht gemacht. Diese Opportunitätskosten, die werden von den meisten Anlegern viel zu wenig bedacht. Also immer, wenn ich mein Geld nicht investiere,
und irgendwo liegen lasse, dann wird das natürlich weniger durch die Inflation. Und ich habe eben auch Opportunitätskosten. Da fallen zwar nicht wirklich Kosten an, aber das sind eben die entgangenen Gewinne, die ich nicht habe, weil ich das Geld nicht gewinnbringend investiert habe. Und was mache ich jetzt generell, wenn ich irgendwas habe, was gerade im Minus steht? An sich muss es ja nichts Schlechtes sein. Wenn ich mich für irgendeine Anlagestrategie entschieden habe, mit der ich immer noch zufrieden bin, also zum Beispiel sage, ich möchte weltweit gestreut in Aktien anlegen, zum Beispiel mit dem MSCI World, und das befindet sich gerade im Minus, meine Anlage, dann ist ja kein Problem. Ich finde meine Strategie immer noch gut. Ich halte einfach und warte weiter. Über die Jahre rechne ich ja damit, dass sich das erholt und dann Gewinne macht. Ich muss aber immer überlegen, was ist denn heute meine ideale Strategie? Würde ich das Geld nochmal genauso investieren, und zwar das Geld, das ich heute real besitze? Also wenn ich irgendwann 5000 Euro in eine Einzelaktie oder in eine Kryptowährung oder so gesteckt habe und heute ist das zum Beispiel nur noch 2500 Euro wert, dann habe ich heute 2500 Euro zur Verfügung und muss mir überlegen, würde ich heute mit den 2500 Euro, die ich habe, mir diese Einzelaktie oder diese Kryptowährung kaufen? Wenn ja, dann ist alles gut, dann behalte ich es einfach so, wie es ist. Wenn ich mit diesem Geld, wenn ich es Cash hätte, heute mir was anderes kaufen würde, na dann muss ich natürlich heute diese Sache verkaufen und mir das andere, was ich gerne hätte, kaufen.